Alle aufstehen. Egal wie warm. Now then, let's begin with a simple explanation of the class trial. Yo, das ist laut. Schrei doch nicht so Monokuma, bitte. Hä, warum hat es resettet? Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es war sonst immer auf 50%. During the class trial, you will present your arguments for who the killer is and vote for who done it. If you vote correctly, then only the blackened will receive punishment. Holt euch irgendwas nebenbei zum Tun, ne? The wrong person. I'll punish everyone beside. Ah, ich kann mir das schon vorspulen, oder? Chester! Ja, wird wieder weggeschleudert. Süß. One more time. Jeez. How about this one? Kame, Kame, Ora. This will be my final blow. Das kennen wir halt auch schon. Nicht immer da gibt's neue Sachen. It's useless. Please stop. I feel bad for Monomi. You're right. Now's not the time for me to horse around with Monomi. The class trial has started after all. The victim this time is Nagito, who was attempting to reveal the traitor for everyone's sake. Nagito ist tot. Who in the world killed him? I'm so curious. If he was killed for trying to reveal the traitor. Dankeschön, Lörker, fürs Saftgift an Tomfrau. They were trying to shut Nagito up. Vielen Dank, Lörker. No, that might not be it. Der war nicht schlecht. Der kam unerwartet und der war echt nicht schlecht. Huh? Also, ich erkläre es jetzt nochmal. Wir spulen vor, weil wir keinen Bock mehr auf das Spiel haben. Wir wollen nur die Credits. Was sag ich mit Nagito? Finden wir nicht raus. Schlimme Verletzung, Überlebensmittel. Was? The killer didn't tape Nagito's mouth to shut him up. I'm telling you, they were torturing him. The reason Nagito's body was covered with wounds. It's because the killer tortured Nagito. So that's why he was so beat up. What were they trying to find out by torturing him? Definitely the bomb's hiding place. Dankeschön, Lorca, fürs Subgift an Dankeschön fürs Subgift. Is whoever found the bomb first? Ich weiß gar nicht, was ich da mache. I found it by coincidence. There's no way I'd torture someone. Okay, ich glaube, ich muss einfach The killer didn't take. I'm telling you, there was the reason Nagito's body. It's because the killer tortured. Ja, okay, gut. No, that's wrong. Easy. Guter Einstieg. Damit ihr euch den nicht teilen müsst. But Nagito's mouth was covered with duct tape, so he wouldn't have been able to confess anything. I'm prepared. Jetzt schon klingen kann. Boah, Chat, der Trial wird scheiße. Aufgallen. Gerade aufgallen. Trap? Ich mach den jetzt fertig. In einem. Sofort. Ich weiß nicht was. Like you said, if Nagito's mouth was taped shut, you obviously assume he couldn't talk, right? But that was the trap. They wanted to hide the fact that he got interrogated. But if you tape his mouth shut, how is he supposed to answer anything? Dankeschön, Wolle, für den Reset. First, Dankeschön, tortured Nagito and got information about the bomb's location. Vielen Dank. Then, after they killed him, they duct taped his mouth shut. Heavy nine. Okay, wartet, was? Pay attention. This first, the killer and got information. Then, after they killed him, allow me to cut through those words. Was auch immer. Ich wollte euch das davor machen, aber gut, pass auf. Und hallo, Wolle. Hallihallo. Oh. Wir haben es fast. Oh, ja. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aber wir schaffen das. Chat, das wird so lange dauern. Oh, es wird so lange dauern. Aber wir haben den Trial schon fast fertig und sind bei 19 Minuten Stream. Easy. Was kommt jetzt? Weiß ich nicht. The direct cause of the fire ja. Was gut, easy. Ja, vielleicht. The killer used some kind of setup. He lit the curtain on fire with the lighter. Warte, Pappaufsteller.
Did they use the oil as an improvised fuse? Muss ich das nehmen? Nee, okay. They probably just threw the lighter. Nee. Based on the shape of that oil lighter, it can stand upright while the flame is lit. If they tipped over the lighter in some way, it could have ignited the curtain. Du hast den falsch... Some way? Maybe they used invisible thread. Was ist mit euch? Danke, Lurker, fürs richtige Subgestanden. Ist ja fies. Dankeschön, Lurker. Opening the door caused... Dankeschön. Intense wind pressure to tip over the lighter. Winddruck? Hä, ich... Was, warte, ich hab nicht aufgepasst. Schleife vom Kopf gefallen, weil es so windig war. Deshalb kann ich mir diese Möglichkeit gut vorstellen. Ja, ja, warte doch mal. Was haben wir denn? Verbranntes Seil. The oil lighter found at the crime scene, right? Ja, aber warte mal. The killer used some kind of setup. War das... Bin ich jetzt doof, aber das war doch... Das ist die Pappaufsteller, oder? Welche Frau hab ich denn jetzt aufgeschreckt? Some kind of setup? Weiß ich nicht. Did they use the oil as an improvised fuse? They probably just threw the lighter. Based on the shape of that oil lighter, it can stand up. If they tipped over, it could ignite. Some way? Maybe they used invisible... There should have been a way to tip it over. Or perhaps opening the intense wind pressure to tip over the lighter. Warte, Tür öffnen, doch, ich muss Tür öffnen zustimmen. Ja, weil die Pappaufsteller. Ja. Blaus, ja, zustimmen. Did they use the oil? They probably just based on the shape of... It can stand upright, but... If they tipped over the lighter in some... It could have ignited the curtain. Some way? Maybe they used invisible thread. There should have been a way to tip it over. Or perhaps opening the door caused... Nicht? Intense wind pressure to tip over the lighter. Ich dachte jetzt wirklich... The direct cause of the oil lighter found at the crime scene. The killer used some... He lit the curtain on fire with... Some kind of setup? Did they use the oil as an improvised fuse? Das ging nicht, ne? They probably just threw the lighter. Based on the shape of... It can stand up. If they tipped over, it could have ignited. Some way? Maybe they used... There should have been a way to tip it over. Or perhaps opening the door caused... Geht nicht. I agree with that. Hä? I also agree that opening the door is what started the fire. Oh, ich hasse dieses Spiel so sehr. Just as I thought, it was the wind pressure. Ja, drück halt dreimal drauf. From glorious Japan. Dankeschön, Lurker, nochmal für die 3 Subgifts. Ach, weil Lurker 3 Subgifts gegiftet hat, um den richtigen zu giften, musste ich jetzt auch dreimal drauf drücken, damit es als richtig zählt, richtig? Was hat man gemacht? Warte, Frage anzeigen, das ist praktisch. Was hat man gemacht? Crap! Zeig nochmal. Was hat man denn was? Gegessen, gepipit, gekackert. Was hat man gemacht? Was hat man gemacht? Bei was hat man was gemacht? Verbranntes Seil. Crap. Wir haben noch ein bisschen HP, alles gut. I see. Musik gehört, okay. War ein indirekter Spoiler, okay, talking gut. About the MP3. Alles gut. Sephiroth musste ja angekündigt werden. Zweite Unterstrich fällt echt raus, das stimmt. Was ist denn das Problem damit? Das Feuer konnte Beweise zerstören, weil es keinen anderen Ausgang gab. Es brannte einfach weiter. Aber es hat nichts damit zu tun, es würde auch unter anderen Umständen weiter brennen. Crap! Hä? Aller guten Dinge sind 4, nicht wahr? Das läuft gerade nicht so gut. Wer ist... This is my answer. Es ist immer Nagito. What if it was Nagito? Was? Nagito hat... Why'd you bring him up? Was? He's the victim, you know. Hat sie rote Brüste? Guck mal, die hat rote Brüste, oder?
Das sieht aus, als ob ihre Brüste erröten würden, richtig? Sind ihre Brüste ihre Backen? He was... Oh. Was tun wir jetzt? Natürlich das verbrannte Seil. To actually tie up your own arms and legs. That's obviously impossible. Tying just the legs is one thing, but tying both arms would be impossible. You couldn't do much with the free arm. It'd be impossible if you were by yourself. Warte, das Kuscheltier. The Kuscheltier. You use your front tail. Dirty joke. Is that a dirty joke? Wenn man allein war. 100% Kuscheltier auf allein war. To actually tie up your that's obviously wobei impossible. Hier so viel aufploppt. Tying just the legs, tying both arms. You couldn't do much with. It'd be impossible if you were by yourself. Seht das nicht? Seht nicht, okay. Crap. To actually tie up your own arms and legs. Monitor, Entschuldigung. That's obviously impossible. Tying just the legs is one thing, but tying both arms would be impossible. You couldn't do much with the free arm. It'd be impossible if you were by yourself. How about if you use your teeth? Or if you use your dirty joke? Is that a dirty joke? Meine HP gehen heute zu sehr runter. Ich glaube, das wird schwierig. Easy. No, that's wrong. Natürlich. Es wird easy. Locker, er kann dich gerade nicht lesen. Er ist gerade noch bei Arcane fest. Isn't that premise flawed? Ich will doch nur wissen, wie es ausgeht. Was hier ist von einem wichtig. Crap! Nicht die Stelle, wo es abgebrannt ist, klar. Feuerzeug. Scheiße. Mann, was? Heute habe ich wirklich... Ich weiß ja nicht mal mehr, wie es aussieht. Ich weiß heute wirklich nichts. I see. Kannst du alle Arcane-Bilder sichten? Vielleicht ist das neu. Ich brauche irgendwas Leichtes. Oh, nicht schon wieder eine Debatte. Das wird echt unerträglich. Blut am Deckenträger. Even if Nagito's right hand was free, how could he stab his right hand with his right hand? If he threw the knife into the air and let the knife fall, could he stab his hand that way? Is he a throwing knife expert? Maybe he propped the knife somehow and slammed his right hand down on it? Propped it onto what? If he just propped the knife, he could have used his bound left hand. If you're tied up, your arms won't bend that easily. We don't know if his left hand could even reach his right hand. Muss ich schon wieder Sonja zustimmen? Even if ich meine, es sind nicht mehr so viele. How could he stab his right? If he threw the knife and let the knife fall. Nee, could he stab nicht. His hand? Is he a throwing knife? That maybe he propped the knife. Also Psyaki muss ich zu. Easy. I agree with that. Ich weiß doch. Also ganz ehrlich, ich bin Profi. Ich bin Danganronpa 2 Profi. The life size ich bin Monokuma ESL ready für Danganronpa 2. To prop the easy. Knife. Easy. Kein Thema. So, was kommt als nächstes? Kommt jetzt vielleicht irgendwas Cooles mal? So Snowboard fahren? Keine Möglichkeit, keine Ahnung, was? Auf diese Weise, was? Echte Kugeln beim Try, ich hoffe auch. Oh nee. Wie viele Non-Stop-Debatten gibt's denn jetzt? Blut an der linken Hand, brauchst du schlimme Verletzung? Blut, was? Woher soll ich wissen, was? How did Nagito stab himself with a spear? Let's work together and think this through. Das war sehr berührend. When the spear stabbed Nagito, his right hand was covered by the knife, right? Weiß ich nicht. He was only able to move his left hand. Hm. But his left hand was also tied up. Hm. Then that rules out his left hand. If that's the case, the only other way is... He used his teeth? Kannst du mit deinen Zähnen aufhören, nur weil du immer essen willst?
I know guys have tails that get hard when they're grabbed. Was? What are you saying? Was? Ich kenne Typen, bei denen die Schwänze hart werden, wenn sie, wenn sie angefasst werden. Was? Was? Das war also random. How did Nagito's... Let's work together. When the spear stabbed Nagito... Aber es war sehr berührend. His right hand was covered by the knife, right? He was only able to move his left hand. But his left hand was also... And that rules out his left hand. Nein. Crap! Ja, aber How das verbrannte... How did Nagito stab himself with a spear? Let's work together and think this through. When the spear stabbed Nagito... Es muss doch verbrannt. His right hand was covered by the knife, right? Ich verstehe auch nicht, was ich meine, Mann. Jetzt nervt doch nicht. Können wir einfach was Cooles machen? Let's work together and think. When the spear stabbed Nagi, his right hand was covered by the knife, right? He was only able to move it, but his left hand was also tied up. Then that rules out his left hand. If that's the case, the only other he used his teeth, or maybe he used his. I know guys have tail. Okay, warte. Überlebensmesser, Blut an der linken Hand, ist es bestimmt. Wartet. Ja, ja, lass mich in Ruhe. How did Nagito stab himself with a spear? Let's work together and think this through. When the spear stabbed, his right hand was covered by the knife, right? Nein, das ist nicht. He was only able to, but his left hand was. Then that rules out his left hand. Obwohl, warte doch, das ist es. Ich muss es öfter treffen. Sonst wäre es ja rot geworden, richtig? A blushing Miss Sonia is freaking awesome. Das ist aber jetzt neu, dass ich da öfter drauf drücken muss, oder? How did Nagito's... Let's work together. When the spear stabbed his right hand was covered by the knife, right? Hey, jetzt ist... Crap. How did Nagito's... Let's work together. So when the spear stabbed his right hand was... He was only able to move his... But his left hand was also tied up. Then that rules out his left hand. No, that's so, wrong. Also, jetzt mal ohne Scheiß, das ist... Also... Random Run. Ja, warum hat es Leben gemacht? Hold on. So wie beim. It's still too early to do. Ja, bla bla. Wie als ich da dreimal drauf schießen musste. Das buggt heute. Also nicht nur heute. Was hat er gemacht, als er verletzt wurde? Das können wir nicht wissen. Er hat nach irgendwas gegriffen. I see. When the blood splattered, he was probably gripping with his left hand. Immer noch welche am Leben. Ja, leider, Gabini. Und hallo, hallo. That's why there's such a strange-looking bloodstain on his palm. Wir kriegen das heute durch. Ist mir alles egal, wir kriegen das heute durch. Wir committen heute. Nach welchem Teil des Speers hat er gegriffen? Nach der Leine. I see. Nach der Speerleine. Also, ich finde es immer gut, wenn man Speere an Leinen führt. Das ist nämlich sicherer. Ja? Also jeder, der einen Speer ohne Leine führt, das finde ich... Nicht gut. Oh ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, das mag ich. Das mag ich. Oh, warte mal. Kann ich nicht mit Shift? Nee, okay. Ich muss mit Steuerung meinem kleinen Finger da drücken. Okay. Ist voll bequem. Aber das geht schon. Bäh! Man kommt eine Frage. Wo war der Speer kurz bevor er... An der Decke. Oh! In der Luft? Weil das ist der einzige Weg, der weitergeht. Wir gehen natürlich an die Luft. In die Luft. War ja klar. Hä, aber ist die Decke nicht auch Luft irgendwo? Und Boden ist da nicht auch Luft? Ich finde, also das ist mehrfach interpretierbar. Hä, das ist neu. Das ist ja, also, das wird ja... Ich bin übrigens so ein Mensch, der da mitgeht, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Was? Wodurch wurde der Speer gestützt? Durch das Seil, durch den Deckenträger? Weiß ich nicht. Welches Gewicht... Hatten wir ein Gewicht? Wusste ich natürlich, meine ich. Also, ist ja easy gewesen. Hey, hört auf an zu faken! Ihr. Nein, hör auf! Was. Ah!
Original heißt es über Nagito. Ah, achso, ja, gut. Warum fiel der Speer nicht runter? Weil er festgesteckt hat, weil er festgebunden wurde, weil man ihn festge... Also da, also da, also das festgesteckt, hundertprozentig. Weil man ihn festgehalten... Leben, locker Leben. Oh. War natürlich klar, also ich wollte euch testen. Endlich sieht jemand die Wahrheit. It's all coming together. Ich bin gespannt auf den Comic, das wird lustig. Ach so, ja, okay, gut. Ja, okay. Okay, ja, okay. Hat Sinn gemacht. Ja, ist okay. Wie krank muss man eigentlich sein, sich selbst Messerstiche ins Bein zu stechen? Also das waren ja nicht gerade ein oder zwei oder so. Also, weiß ich nicht. Worauf hat er keinen Einfluss? Bomben? Crap! Hä? Auf was hat er keinen Einfluss gehabt? Warum nicht echt waren? Worauf hat er keinen Einfluss? Geredet haben, hat er wohl Selbstgespräche geführt. Ja, aber der hat sich selbst den Mund zugeklebt, also nicht mal er kann sich selbst reden hören, glaube ich. Pappaufsteller? Crap! Ja, was denn sonst, man... Crap! Dominik, jetzt sag doch mal, meine HP gehen runter, jetzt sag doch mal. Mach mal schneller jetzt hier. Monokuma-Akte. Ach so, ja klar. Das heißt übrigens fünfte Mordakte, ja? I see. Warum? Is it about the mo- Huh? There is something. Davon ausgehen, dass er mittags gestorben ist, an seinem Magen ragt er später. Gibt es an seinen. Das hätten wir jetzt mal geklärt, aber... Hä? Was ist an der Mordakte verdächtig und wie hilft uns das in... Ja, was? Hä, das frage ich mich die ganze Zeit schon. Oh, das ist ja... Anagramm. Austroschet. T. Tod. Oh mein Gott, wie viel ist das denn? Uhr. Nein, das wollte ich nicht. Rechtsklick. Oh mein Gott, Hilfe. Er. Uhr. Sa. Sache. Oh Gott, das Willen. Oh, oh. Nein, was mache ich denn? Nein, hört auf zu bumsen. I got it. In this particular case is Monokuma file. There's no specific cause of death. Da waren viele Buchstaben. Gern geschrieben, bitte was? Hallo Lima, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind schon bei 28 Grad. Ab wie viel Temperaturen taktet das Hirn runter? Because you believe in his malice,
You continue to suspect his malice. Ab 20 Grad. But if you guys say you're doing it, there's no way I'm gonna back out. Hast du eine gute Ausrede, oder? Hey, Monokuma. You heard us. The voting's gonna have to wait. We've come this far. Let's work hard till the very end. Schön, dass du if we da work bist. Together, everything should be all right. That's what I believe. Aww. No. Splendid. You guys are so splendid right now. Die nervt mich. Pause. No, no. Mann, mein Herz hat wie verrückt gepocht, als sie mit den Wahlen anfangen wollten. Aber wenn man darüber nachdenkt, könnte das noch gar nicht passieren. Ich meine, diese Zwischensequenz gab es doch noch gar nicht. Die meisten Spieler haben das vermutlich rausgefunden, aber du nicht. Monum, ich bin echt enttäuscht von dir. Ey, hör auf, Trübsal zu blasen. Wir sind doch ein Herz und eine Seele. Alles klar, du hast bestanden. Eine wahre Freundschaft zeigt sich darin, dass man sich gegenseitig versteht, selbst wenn man über nichts redet. Deshalb sind wir die besten Freunde für immer. Ei, gute Veritas. Nein, das lasse ich nicht durchgehen. Ich hasse dich so sehr. Achso, ich hasse dich so sehr. Es reicht. Warum mag mich denn niemand? Du liebst es, mich zu schikanieren und deswegen vertraue ich dir nicht. Kein bisschen. Wie traurig. Deinen Freund zu beschuldigen ist noch schlimmer, als von diesem Freund verraten zu werden. Aber wir sind doch gar keine Freunde. Wirklich, Monomi und Monokuma, könnt ihr die Namen bitte abändern? Das ist viel zu einfach, so viel zu gleich. Gut, dann bin ich halt dein großer Bruder. Nein, das bist du nicht. Selbst die pädagogisch wertvolle Nummer hat nichts gebracht. Es ist wirklich schade, ein Leben ohne Freunde zu führen. Aber ich hab doch Freunde. Ich bin darauf reingefallen. Ich hab den Köder geschluckt. Warum mag mich niemand? Weil du hier bei Danganronpa sitzt. Also das, weißt du, da findet man nicht viele Leute, die das auch mögen. I'm Monomi. By now, there's nothing more for me to say. Anyway, my chest is full of pride right now. Everyone is united against despair. They're totally awesome. That's why I'm gonna fight too. I will fight the only way I can. I'm gonna show that guy my fearsome retaliation. That's basically it. Oh mein Gott, wir haben anderthalb Stunden schon. Where do we start? With the cause of death missing from the Monokuma file? Wir haben schon anderthalb Stunden geschafft. Chat, preconceived notions before we discuss this. Okay, eine Stunde haben wir gut gemacht. Okay, auf geht's. Wenn wir das so weitermachen, dann haben wir das Spiel heute durch. Die ultimative Faulheit erreicht, das ist okay. Worum geht's jetzt schon wieder? Blaues Verschlusspapier. Oder Gift, weiß ich noch nicht. Let us consider a different fatal wound. It's not the knife in his right hand, right? It's not the other wounds, right? 10 Minuten zu Fuß von Tür zu Tür. With wow. Boah, das ist echt ultimativ faul. Maybe he simply bled to death. Nee. Nee. There's no way he burned to death. Was the cause of death something that cannot be seen? If it's something that can't be seen. Hä? Du bist einfach durchgegangen. Maybe he choked himself with a sleeper hold. Or liquefied his guts with a body blow. Just thinking about it, that's already a horrible death. Let us consider a it's not the knife in his it's not the other wound with all those wounds maybe he simply there's no way was the cause of death something that cannot be seen if it's something that nein, can't be nein, seen nein, nein, maybe he choked himself or liquefied his gut just thinking about it that's already a horrible death das alles. Let us consider a different fatal guck mal meine HP gehen hoch easy stimmt wir haben jetzt das einzige guck mal ich kann einfach. It's not the knife in his right hand, right? Scheiß auf alles, wir sind untötbar. It's not the other wounds, right? With all those wounds, maybe he simply bled to death. There's no way he burned to death. Was the cause of death something that cannot be seen? I agree with that.
Das hat doch vorhin auch geblinkt. That's it. I told you. Alles ohne Hilfe vergessen und aus Versehen irgendeinen Schrott kaufen. Irgendeinen Schrott kauft man nicht aus Versehen. Also das ist doch alles toll. Außer man kauft aus Versehen irgendein Gemüse, das schon vergammelt ist innen oder so. Das ist richtig doof. Logik war pur. Okay, das ist so in Ordnung. Das krieg ich hin. Vielleicht sollten wir Rennspiele spielen. Ich fühle das. Ich glaube, ich bin da gut drin. Oh Gott. Wie bin ich denn da runtergefallen? Ich war doch noch auf den Dingern drauf. Warte, Leertaste geht auch, ne? Ja, perfekt. Also das war gerade nicht gut. Mario Kart. Warte, was? War das Gift? Also, Gas, Gas, Gas. Mario Kart habe ich nicht. Und ich habe auch kein Nintendo-Abo. Also ich kann nicht online spielen. Ja. Oh, das war random ein bisschen. Davor waren nur 3, jetzt waren es plötzlich 4. Ihr müsst schon konsistent bleiben, das ist sonst unfair. Ich bin schon froh. Ich fahre hier mal langsam durch, ne? Obwohl, kein Bock. Habe ich gesagt, Logik-Parcours voll easy? Wobei, wenn ich den langsam fahre, ist der echt easy. Dann kriegt man ja alles mit damit. So. Langsam fahren kann jeder. Ja und? Wie ist das Gift in seinen Körper gelangt? Durch seine Nase. Durch seine Verletzung, das macht Sinn. Das ist so abstrus, das kannst du dann gar nicht. Das passt. Schade. Doch die Nase. Hätte ja sein können. Also Danganronpa hätte ich das zugetraut. Ja, das Gift geht halt durch die offenen Verletzungen. Easy. Oh nein. Es leuchtet alles, es ist alles so bunt und blinkig. It's all coming together. Eurotruck. Ja, Eurotruck würde ich voll gerne, aber dafür will ich ein Lenkrad. Jetzt wird das eine Nase hat. Er hätte ja zukleben können. Hat uns das Gift nichts ausgemacht. Es ist verdampft. Zwar nach dem Feuer harmlos. Aber er hat doch gelüftet. Monokuma hat doch... Okay, Wasser löst sich. Aber er hat doch gelüftet. Ich dachte deswegen. I see. Kann ich mich auch in Gesprächen konzentrieren? Das wäre ganz gut für meine HP. 10 Minuten. Okay. Autofahrstreams? Nee. Ist ja nicht so gern gesehen. Das ist aber auch sinnvoll, weil es ist nicht gefährlich, wenn man sich nicht richtig konzentriert. Was spricht sie hier an? Notfallequipment. Nein. Die Blutflecken. Sie ist ein Vampir? Oh oh. I see. Die Flasche natürlich. Ich brauche jetzt eine Debatte. Ich weiß, das kommt echt nicht oft von mir, aber ich brauche jetzt eine Debatte, um meine HP aufzuladen. But if Nagito was here right now, he'd probably... Oh nein, ich geige mein Chip. Nein! Chat. Lagertönen. Axtlagertönen. Da... Hm?
Lösch! Lösch! Lö, lö, lö. Trö, lö, lö, lö. Trö, lö, 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 lö. Lösch. Lösch. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das war gut. Ach so, ich brauche ihr das C erstmal noch. Lösch. Ich mache jetzt mal alles kaputt, ja? Ist mir alles im Weg. Lösch. Lösch. Lösch was? Lösch. Lösch. Oh, das wollte ich gar nicht. Lösch. Gedö. Lösch. Oh, oh. Nein, ich wollte das wegklicken. Lösch. Grr. Ach, Granate. Gra, 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 gra. Nein, hört auf zu bumsen. Hört auf zu bumsen. Aus Versehen gebumst. Granate. Hatete. Oh. E. Granini. I got it. Wie geht's mein HP? Was ist ein... ein Beweis? Oh Gott, ich bin fast tot. Was ist da der Beweis, dass das Gift in eine Löschgranate getan wurde? Das blaue Verschlusspapier. I can prove it with this. Grappa. Take a look. Wer praktisch. We found this under Nagito's bed. Oh. So when was it deployed in the warehouse? Oh mein Gott, aber das heißt, dass jemand ein Mörder ist. In the poison? Sind wir alle der Mörderer? When I thought along those lines, that's when I realized it. The horrifying truth? Löschgurke. Probably. Löschpommes. Happened at the same time. I see. Are you saying it was when we all threw the fire grenades? Yeah, I think so. When we all threw the grenades to put out the fire in the warehouse, the poison was deployed, and it converted to poison gas and killed Nagito. Wer hat die erste geworfen? If that is true, then the person who brought the poison and spread it was one of us. Nein, von uns. What the heck? One of us threw the poison grenade that killed Nagito? Mm-hmm. Hold on a sec. Then Nagito was, it would mean he didn't kill himself. Blöd gelaufen, ne? What the heck? You said so yourself. You said Nagito committed suicide. Naja, ja, schon, aber. Then who killed Nagito? You mean, who's the actual killer, right? Hat das Gift in die Löschgranate getan, Nagito? I see. Hä? Hä? Wer war das für das? Hä, Nagito? I see. Hä? Hä? Wer war die Leiche? Hm.
Und einer von uns das Gift wirft. I see. Ja. Don't tell me. Das ist halt der richtig asozialste Selbstmord der Welt. So, wenn du dich umbringen willst, okay, aber dann bring doch nicht jemand anders dazu, dich umzubringen, ohne es zu wissen. Typischer Nagetumov, leider ja. After all, a mystery that can be solved is destined to be solved. As you solve mysteries and bolster your hope. Ja, ja, unsere Hoffnung stirbt, schon klar. Alles gut, unsere Hoffnung stirbt. Was? Was Hajime bitte? Wir haben alles herausgefunden, was wir können, aber es reicht nicht. Ich werde alles nochmal erklären, um einen besseren Überblick zu haben. Klimaxkette, hä, jetzt schon Comic? Wir haben doch noch gar nicht gewählt. Okay. Wir sind schon beim Comic, Leute. Was war in Nagitos Kühlschrank? Gift. Was war im Pausenraum? Das haben wir nicht. Was war hinter den Pappaufstellern? Das haben wir nicht. Nicht sein ganzer Körper war gefesselt. Speer hängt von der... Was hat er mit dem Speer getan? Hängt von der Decke... Heavy. Entschuldigung. Um sich selbst zu verletzen. Ist das schon das? Nein, okay. Ich meine, mit dem Messer hat er sich selbst verletzt. Wie kam das Messer in seine Hand? Aber hä, er hat das Gift eingeatmet. Das ist doch das Ding, wie er den Speer gehalten hat, oder nicht? Gift. Ach so, er hat das Gift eingeatmet. Das war das. Okay, ja. Abgebrannte Seil an seiner rechten Hand. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe gerade wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, einfach random irgendwas reinziehen passt. So, wo waren wir? Wo das umgefüllt hat. Weiß ich nicht. Im Pausenraum waren die Löschgranaten. In den Pappaufstellern. Musik, ja, schon. Aber da war auch das Feuerzeug. Und ich weiß nicht, was es genau will. Und meine HP sind. Nicht wahr? Gift. Sehr schön, gut. Ich hab's gleich. Das Feuerzeug hinter den Pappaufstellern. So. Boah, das Gift. Gasmaske. Hä? Natürlich! Oh oh. Okay. Feuer. Ja. Kleber über dem Mund. Um sich selbst zu verletzen? Ja, okay. Wird das denn unentschieden? Ich glaube, ja. Abschlussdecke kommt ab. Messer? Nee, das noch nicht. Bombendrohung. Warte mal, ich kann das Messer in seiner Hand. Ja. Im Restaurant. Seine Videobotschaft. Er hält den Speer fest. Das haben wir alles durch, richtig? Da alles. Videobotschaft. Here's everything that happened in this case. So, und jetzt wird alles erklärt. The person who actually arranged this incident was ich hole meine Zeit. Meine Gurken. He
kept a specific item inside his cottage that he needed for his plan. Monokuma's special poison, which he brought with him from the Octagon. Using the gloves and gas mask that he got from the military base, Nagito swapped the contents of a fire grenade he took from the plushie factory break room with that poison. When he did that, a specific item was left as evidence, the blue aluminum seal on the grenade. With that, Nagito finished making the poisoned fire grenade, took it with him to the factory. Danke, danke. Also fürs gute Job und fürs WB, danke, danke. Dankeschön, dankeschön. And put it back with the rest of the grenades in the break room. Danke. The next morning, Nagito appeared before us and declared that he hid a bomb somewhere. While we were looking for the bomb, that's when Nagito headed over to the goods warehouse. In order to set up a fire, Nagito arranged the Monokuma panels in a line going from the door to the curtain. Oh mein Gott, wir haben eine Spielzeit von 40,9 Stunden bei Danganronpa. Stimmt das? From there, Nagito set his insane plan in motion. First, he hung the spear that he took from Nozomi Castle from the ceiling girder by its cord. Warte mal, wenn ich auf mein YouTube gehen würde, müsste ich das doch sehen, oder? Wenn ich die Playlist nehme. Then he tied his arms and legs at the back of the warehouse with rope. However, he burnt off the rope on his right arm beforehand. In doing so, he made sure that only his right hand was free, while his remaining arm and legs were tied up. Ich hab's vergessen irgendwann, oder? Also. As he gripped the tip of the rope hanging over the ceiling girder with his left hand. Wie schon 33 Minuten. Ja, da haben wir lange auf die Steuerungstaste gedrückt. He lay down face up. 41,1 können nicht sein, weil ich habe 40,9 Stunden. Oder aktualisiert sich das erst, wenn wir gespielt haben, also wenn ich es geschlossen habe. But this was just the beginning of Nagito's plan. And then he did something no one could have predicted. First, he covered his mouth with duct tape, and after making sure he was unable to scream. Übrigens, Waffelsturmlich wünscht uns gutes Gelingen, wir schaffen das. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Oh, aber hä, wir haben so viel schon vorgespult. Multiple times in his left arm and in both of his thighs. Und wisst ihr, was bei How Long to Beat steht? 33 Stunden? Finally. Wie? Hä? Also, hä? He propped the knife on the plushie and slammed his right hand onto the blade. He didn't just want us to think he was tied up. He also wanted us to think he'd been tortured. Through all this, Nagito never let go of the spear. His plan still wasn't over. In fact, it was just about to begin. Meanwhile, we finally arrived at the plushie factory and found Nagito's message. Danganronpa 39 Stunden. We instantly made our way to the warehouse. Also noch mal 5,5 Stunden mehr. Was? Wie? Nee. But that was part of Nagito's plan. Warte mal, wir sind ja fast durch, ne? Das heißt, ich kann ja schon mal open the door to the warehouse, which inadvertently started the Monokuma panel domino effect. The panels fell one after another until they reached the lighter, tipped it over, and ignited the curtain. Shocked by the sudden fire, we rushed to the factory's break room to obtain some fire extinguishing grenades.
2,5 Stunden. We then aimed for the fire's origin point, which was the curtain, and unloaded the entire supply. Let's go. Ich habe ausgerechnet irgendwie 8 bis 10 Stunden oder so. Haben wir einen Content noch insgesamt von der Playlist. Wenn wir so weitermachen, haben wir's. Setze auf Japanisch kürzer. Das stimmt. The poison sank to the floor, instantly vaporizing due to the intense heat. How long to beat zählt es auch für Japan oder haben die was anderes in Japan? Vielleicht ist es da einfach nicht benutzt, weißt du? Das kann auch sein. The poison gas quickly drifted to the curtain at the back of the warehouse, where Nagito was. Vor allem, was ist denn Main Story, Main und Extras und Completionist? Was ist denn der Unterschied? Also, Monomi mit den Kämpfen, okay, aber... Monokuma's poison has a unique quality in which it becomes heavier than air when vaporized. Hä? All playstyles rushed? 2748? Wie? That poison gas completely surrounded the area where Nagito lay face up on the floor. How? There, Nagito inhaled the poison, and if it didn't instantly kill him, he certainly lost consciousness. Wie man es nicht vorliest, stimmt, stimmt, ja. Which caused him to let go of the rope in his left hand, and the falling spear plunged into his stomach. Also ab jetzt wird selbst gelesen, ja? Hallo, Klippi. Hallihallo. This is all the information related to Nagito's plan. His true intention was to set one of us up as the killer. At this time, we still don't know who the killer is, because the killer wasn't aware they killed someone. Try as we might, we cannot reach that truth. That was Nagito's trap. Sind immer noch 7,5 Stunden laut der Playlist bei der. Determine the killer's identity. Das ist aber ein schönes Bild, aber das ist nicht, also zu sehr spoilern. This should be the truth behind Nagito's trap. How about it, Chiaki? Will that help you figure out who the killer is? 3 Stunden muss ich weit davon. Chiaki? Just as I thought. It's impossible, isn't it? You say we just have to vote for someone? What Hajime said is probably true. That's part of the reason why I thought it was a little strange. Did Nagito really not care who the killer was? He said this to us earlier. That feeling of belief is at the heart of his trick. Woran hat er geglaubt? An sein Glück. I see. Ich brauche eine Debatte, meine HP sind so im Arsch. Bitte, bitte lass uns doch noch mal alles, also das komplette Spiel noch mal in der Rückblende zeigen. Das ist nicht so laut. As long as he had his luck. Okay. Nein, warte, es kann nur eine Person sein. Es ist. I see. That's it. Then. Ja, ja. Mann, wir haben das Spiel doch gesehen, Mann. Noch sehe ich keine Credits. Ja, okay, tut mir leid. 28,9 Grad sind es gerade. Ich weiß nicht, worum es gerade geht, aber... It's... You? Chiaki, you're the traitor? Man's Wort und ich habe die Traitor schon bekommen. Das ist super nett. So, das lasse ich jetzt laufen. Aww, you totally guessed right. Just as expected. Yep, you're correct. I'm the traitor. The agent sent by the Future Foundation to hide among you all is me.
Verdammt, warum? Das macht keinen Nein, ich will das nicht glauben, aber... Naja, aber warum macht das Sinn? Naja, weil sie nett ist und Monomi auch. Chiaki, are you being serious right now? Chiaki is the traitor? That is a lie, right? So, wer ist alles überrascht, dass Chiaki die Verräterin ist? Bitte einmal melden. Hey, what are you saying sorry for? What does this mean? You... Up till now... You've been tricking us? What? We were not tricked! After all, we have been working together all this time! We have been helping each other all this time! Chiaki, being a traitor, being a member of that horrifying future foundation... Es geht um Mordspiel. Da Verräter zu sein, ist so ein bisschen wie... Please, bei Serienkillern... nicht gemocht zu werden. Shut the fuck up. We're talking to Chiaki. No. I have nothing more to say. Also, why? Because we already know the killer's true identity. So the only thing left to do. Sie ist nicht mal gewendet, keine Ahnung, wie man das hätte wissen sollen. Hold on. We're not satisfied yet. If you say you are the traitor, please provide an explanation that will help us understand. We cannot vote until we are satisfied. That is what you said earlier, Chiaki. Hey, if you're really the traitor, why'd you wait till now to reveal yourself? Weil sie vielleicht nicht böse ist. It's weird, isn't it? Waiting until right now to out yourself. It's definitely strange, right? Or rather... Why was I able to do that? Maybe... I wanted to protect everyone, no matter the cost. Huh? Hey, Hajime. Can you do me a small favor? No. Favor? Me? Aua. I want you to prove to them that I'm the traitor. Das Notizbuch. What? What are you saying? Why do I have to do that? I want to explain everything to you guys, but as I expected, that's rather difficult. That's why the only thing I can do is plead with you. I want you to do it. Also, ich hätte schon längst alle umgebracht, nur damit wir die Credits sehen. Also ganz ehrlich. Whether I can prove it or not, that's not the problem. Doch schon. Don't you understand? You may as well be asking me to kill you. Für Credits mache ich inzwischen alles. There's no way I can do that. I'm very sorry, but this is the only way. So please. Looks like we gotta do what we can. It's not like I believe she's the traitor. There's just no way we can ignore this without confirming it. If she was just disguised or something, this would have been a heck of a lot easier for us to understand, but... She's not disguised at all! Cause... Chiaki isn't the traitor. Monami? Too bad. I'm not part of the same group as that girl. I don't know anything about that girl at all. Hey, are you trying to cover for her like that? You suck! Du kennst natürlich. Always been alone. I have no ich kenne diese Person gar nicht. Anywhere. Hä? Ihr seid seit 40 That's Stunden. I have no relation to Chiaki whatsoever. Hajime, you're going to listen to my request. Ja, klar. Right? Fürs Ende tue ich alles. Verdammt ich. Komm, auf geht's. Los. Kugelkrieg. Oh. Ach so, ich dachte, ich muss jetzt das Buch zeigen. Hajime, you stupid face. Wie war das noch? Ah ja. Let's all get along. I won't let you. Let's all get along. First open and mix. I can't lose. Hajime, you stupid face. I won't let you. First
chest open and mix! I'll lower your grades! Disappear! Jetzt habe ich auch mal die Ruhe zu gucken, was da oben passiert. Let's all get along. I'll lower your grades. Hajime, you stupid face. Ich habe wieder volle HP. Let's all get along. Chucky and I aren't best friends. Dein Notiz Buch. This is the end. Hallo Tobi. We investigated Nagito's cottage. I discovered a notebook with the new Sami logo on it. That's your notebook, right? The one Nagito stole from you. I don't know. Don't tell me. Is that where the traitor's true identity is written? That's right! Since I knew something like this would happen, I made sure to bring it here today. Oh, so sudden? Give me that notebook. Ich konnte heute mit Ihnen das erste Mal sprechen. Ihnen geht's gut, aber dann kam Monokuma und machte uns einen Strich durch die Rechnung. Oh, was? What is that? Ich habe noch Auto und wollte skippen. Byakuya ist der Anführer. Heute sind viele Sachen passiert und deswegen sind sie alle erschöpft. Is the traitor's identity written in Nagito was pro- but you wouldn't know how I've- You know. It took me this long, but I finally understand. Seitdem ich das Notizbuch in die Hände gekriegt habe, wusste ich es. Jetzt Schluss damit. Ich weiß, was passiert ist und das muss ich akzeptieren. First of all, this isn't Monami's diary. Apparently she can't write. Ja, das haben wir ja schon. Is it evidence that they- but- Nur wir beide waren da als- Doch, sie hat mir ein Versprechen gemacht, wenn wir beide überleben. Ich mich auf. Hä, was? Was? Ich war. Oh Gott, ich muss niesen. Oh Gott. Oh, ich habe sie nicht im. Was hatte ich noch nicht? Dankeschön, Dankeschön. Ich keinen Ausweg sah. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Das ist gerade echt schwierig, wenn man alles. Also. Alle hatten Hunger. There he is. It's true. I tried to go inside the final dead room. Ja, stimmt. Da war nur sie. Okay, ja, haben wir bewiesen. Ist schön. Genau. Chiaki ist es so. Ja. Now that you mentioned. Stimmt, das Chiaki immediately went to the Handbuch card reader with her handbook. Das ging nicht. She tested it out right away after being told it would only react to the traitor's handbook. That doesn't make any sense. A traitor would be more cautious than that. Chiaki probably knew the bomb was a fake. That's why she also knew Nagito's trap was a bluff. She knew? That is a mistake. That must be a mistake. Why are you saying such things? Do you really want Chiaki to be the traitor? Jetzt kommt wieder das, warum wir vorspulen, ne? Monokuma. Chiaki is not the traitor. When we were trying to turn off the bomb, didn't Chiaki use the card reader right away? If she's a traitor, she would have been more cautious. There's no way Chiaki would have known if that bomb was fake or not. The only person who knew it was a fake was me, when I tried to detonate it. Hä, aber Monokuma hat doch gesagt, er... War das nicht die Aussage von Monokuma? Chiaki is not the... When we were trying to turn... Didn't Chiaki use the card reader right away? Gib mir mal wieder HP. If she's a traitor, she... There's no way Chiaki would have known if that bomb was fake or not. The only person who knew it was a fake was me, when I tried to detonate it. Unless you know a whole lot about bombs.
There's no way you know if it's fake just by looking at it. Auch nicht, hä? Damn it! Hä, aber warte mal. Warte mal, war Monokumas Aussage nicht genau das? Chucky is not the traitor! When we were trying to turn off the bomb. Vielleicht von Sonja? Didn't Chiaki use the card reader right away? If she's a traitor, she would have been more cautious. Ich dachte, Monokuma hat auch was dazu gesagt. There's no way Chiaki would have known. If that bomb was fake or not. The only person who knew it was a fake was me when I tried to detonate it. That's not it. That's not it. Sonja shouldn't have been the only one who knew it was a fake. Oh, 29 Grad. 29 Grad, ach so. Ja, ja. Monomi wusste es natürlich auch. Ach nö, nee, jetzt nicht am Ende noch. Mann, wie lange denn noch? Mann, wir wissen doch schon, wer es war. Please do not say another word. I do not want this. Ja, bla bla. Halt die Klappe jetzt, Sonja. Ich tue alles. Even if she knew the bomb was fake, that does not prove Chucky is the traitor. If that counts as evidence, I should be doubted too. Ich habe keine Klingen mehr. After all, I also knew the bomb was fake. Oops. Sie hat Angst vor der Wahrheit. Es wird schwer, sie zu überzeugen. Ich muss sie aussprechen lassen und erst dann komme ich mit meinen Argumenten. Even if she knew the bomb was fake, that does not prove Chucky is the traitor. If that counts as evidence, I should be doubted too. After all, I also knew the bomb was fake. Ich komme da, ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Even if she knew the bomb was fake. That does not prove Chuck if that counts as evidence. Ich kann die nicht zusammen. Damn it! Also ich kann die nicht zusammen durch. Even if she knew the bomb was fake. That does not prove Chucky is the traitor. If that counts as evidence, I should be doubted too. After all, I also knew the bomb was fake. Null. Ich hab null. Even if she knew the bomb was fake, that does not prove Chucky is the traitor. Oh, das klappt nicht. If that counts as evidence, I should be doubted too. After all, I also knew the bomb was fake. Oh, ich habe noch eine Klinge. Ah, ich hab noch, ach so. Gut. Knowing it was a fake isn't the problem. What matters is who told her. What matters is that she heard about it from Monami. There was someone other than me and Monami who knew that bomb was fake. That someone is Monokuma. Monokuma said so. Ach so. He knows everything that Monokuma probably told Chiaki that it was fake beforehand. Ich breche hier einfach alles, dann geht es schon. You're right. Monokuma probably knew the bomb was a fake. Ja, wir sind bei 29.1. But Monokuma shouldn't have told anyone either. Ein Eis überwachsen lassen ist ja nicht gut. Und neue Hyperträge-Emotes stimmen auch. Mann, jetzt lebt damit, okay? Gut, Chiaki. Wir hören dir ein bisschen There's zu. Nothing to be sad about, you know? Cause this is different from what happened before. Unlike before, you guys don't have to stay alive by doubting someone. You guys can stay alive by believing in me. Are you telling us to believe in you and sacrifice you? That is just too cruel. I'm sorry. Hey, ich weiß genau, wo wir sind. Chihaki, Monami. I'm sorry too. Chihaki. You're probably gonna get scolded by a lot of different people for this. Drei Stunden haben wir. But still,
Circa. I want to protect everyone by any means. Yeah. Okay. And I'm happy that I'm able to do that. Lima, das ist sehr lieb, danke schön. It's not up also, to me to auch wenn heute, glaube ich, der schlimmste right Stream meines Lebens ist, weil wir einfach nichts Gescheites machen, außer Vorspulen. However, aber das ist I believe it's truly amazing that you are able to think like that. Kein Eis mehr, da musst du einkaufen gehen. We could even call this a miracle. Hey, what have you two been talking about? Everyone's jaws are dropping, you know? I know. It's voting time, right? Hey, Chiaki. You don't have to worry. Believe in me and cast your vote. God damn it! Why did it end up like this? Ich weiß es nicht. Oh. Aber kann ich noch mal gamblen? That's the question of the questions. Schon wieder eine 2. Wir werden bis zum Ende 90 Münzen nur. Das ist aber traurig. Wir werden bis zum Ende einfach nicht mehr gammeln dürfen. New Game Plus, wow. Mir geht es genauso wie den anderen. Ja, bla bla, es ist ganz schrecklich. Okay, trotzdem, ja. Ja, wer ist es? Chiaki. Even so. No gamble. So. Jetzt darf sie sich noch einmal verabschieden. Und dann wird gemördert. Doch, Bluescreen. Alle aufstehen. Mann, ich bin echt kaputt. Lass uns deshalb sofort mit dem Ergebnis anfangen. Die Verräterin von der Future Foundation und die Mörderin von Nagito ist Chiaki Nanami. Damn it. Ist das dein Ernst? Das war richtig? Chiaki ist die Verräterin und das ist alles so verlaufen, wie es sich Nagito erhofft hat. Das kann nicht sein. Damn it. Dann hat dieser Bastard es doch geschafft. Congratulations, everyone. Damn it. Das ist nicht der Zeitpunkt dafür. Damn it. Chiaki, lass mich dich noch einmal fragen. Bist du wirklich ein Mitglied von dieser Future Foundation? Bist du eine Agentin dieser Organisation, die auf die Insel geschickt wurde, um sich unter uns zu verstecken? Bist du das wirklich? I'm sorry I didn't tell you guys. What? That is... Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich will es nicht wahrhaben, aber letzten Endes müssen wir an dich und an deine Entscheidung glauben. I'm sorry. Es wäre besser, wenn ich es euch früher mitgeteilt hätte, aber ich konnte es einfach nicht. Cause... Ich kann die Future Foundation nämlich nicht verraten. Verraten? Well? Selbst wenn man fliegen möchte, kann man das nicht, stimmt's? Und dafür gibt es uns nicht. Dasselbe trifft auf mich zu. Es war meine Aufgabe und deshalb konnte ich die Future Foundation nicht verraten. Komme, was wolle. Was zur Hölle? Aber du hast doch etwas Ähnliches getan. Du hast dein Geheimnis mit uns geteilt und du hast dich enthüllt. Das stimmt. Why? Hör auf zu lachen, das ist eine ernste Angelegenheit. Well? Aber aus irgendeinem Grund bereue ich nichts. Ich bin wirklich glücklich. Ich war in der Lage, euch alle zu retten. Deshalb bin ich stolz auf das, was ich geschafft habe. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, aber kannst du uns dann sagen, was mit der Future Foundation auf sich hat? Zum Beispiel, warum bist du ein Mitglied dieser komischen Organisation? I'm sorry. That is... Nein, du musst dich nicht entschuldigen. Du hast uns niemals verraten. Chiaki, du wirst immer unsere Freundin sein, selbst jetzt. Wir geben dir nicht die Schuld, deshalb musst du dich nicht entschuldigen. Ja. Yeah. Okay, also der Verräter wurde aufgedeckt und Chiaki hat verloren. Dann ist alles nach seinem Plan verlaufen. Like... Das erinnert mich. War das wirklich Nagitos Ziel? Wollte er wirklich erreichen, dass der Verräter hingerichtet wird? Aber irgendwas finde ich daran merkwürdig. Was meinst du? So. Schön und gut, aber wenn sich der Verräter nicht enthüllt hätte, was wäre dann passiert? Wir wären definitiv zu keinem Ergebnis gekommen. Das ist ein gutes Argument, deshalb muss ich euch kurz auf die Sprünge helfen. Obwohl Nagito gesagt hat, dass er den Verräter aufdecken wollte, hat er nicht einmal erwähnt, dass er ihn töten wollte. Was? Yes, indeed! Ihr könnt glücklich sein, ihr habt einen Strich durch seine Rechnung gemacht. Sein eigentliches Ziel bestand darin, den Verräter aufzudecken und alle anderen zu töten. Hä? Hä, das ist ja noch beschissener als... Ein... Huh? Warte kurz, wir hätten sterben sollen? Are das war sein serious? Ziel? Huh? Nagito ist bis zum Ende der sympathischste. Hallo, Red Sally. Warum würde er sowas machen? So etwas machen? Er hat ernsthaft gewollt, dass nur der Verräter am Leben bleibt? Ist dieser Bastard wirklich so gestört? Nope. Es ist okay, wir haben ihn aufgehalten. Ja, aber das rechtfertigt nicht die Well? Es war nicht seine Schuld. Wenn die Situation etwas anderes gewesen wäre, dann wäre er nie so weit gegangen.
Chihaki. Guck, Chihaki, die sagt auch Chihaki. Du bist wirklich eine liebenswürdige Person. Mhm. Denkst du das? Mensch, ich frage mich, woher du diese Gutherzigkeit hast. Perhaps. Bestimmt von meinem Papa. Hey, come auf. On now. Auf einmal über deine Familie zu reden. Die Storyline hatten wir schon. I can't lose. Gut, dann werde ich ihnen auch helfen. Selbst wenn ich weiß, dass es ein Kampf ist, den ich nicht gewinnen kann. Aia! Ich werde dich aufhalten. Huh? Aufhalten? I will no longer let you do as you please. Das sieht so falsch aus, dass es schon wieder gut ist. Stupid! Stop! What are you doing? As they say, we shall die together. Sie ist in die Luft gegangen. What'd you say? Was zur Hölle passiert denn jetzt? Huh? Hey Leute, ich glaube, das Monokuma tot. No, no! Ich bin nicht tot. Ah! Alter, das kam direkt einer nach. Großer Gott, das hat mich echt überrascht. Wenn ich keine Ersatzkopie gehabt hätte, dann wäre ich echt gestorben. I can't lose. Dann wart's nur ab, ich bin noch nicht mit dir fertig. That's... Och nö. If I don't beat you, nobody can... Machen wir jetzt einen Endlos-Loop? Wir werden niemals die Credits erreichen, weil die einfach jedes Mal wieder, bis sie keine Kopien mehr haben. Stop it, I say! I'm sorry, I lose! Forgive me! Was wir durchgemacht haben, wir müssen andere Menschen von Danganronpa 2 warnen. Unsere Qualen dürfen nicht umsonst gewesen sein. Ja, wir werden die Welt zu einer besseren machen. Hey, hey! Und wir werden niemals vergessen, was wir gemeinsam erlebt und erreicht haben. Weiter geht's, sei bereit zu sterben! Ernsthaft, das reicht langsam. Wenn du so weitermachst, dann wird es extrem öde. Bitte nicht, nicht mach das, damit du ein für alle Mal weg bist. Ich werde diejenige sein, die meine Schüler beschützt. Mit meinem Leben. Monomidu. Hey, hey. Also, wie viel hast du noch übrig? Du kannst sie auch direkt alle holen und ich werde sie in die Luft sprengen. How exciting. Oh, verdammt, ich habe nicht mehr so viele. Ich habe nur noch so um die 10 hoch 60. Also, ich lasse dann den Stream einfach 3 Wochen durchlaufen und dann sehen wir uns hier wieder, wenn die Credits kommen, ja? Was hast du gesagt? What? Warte, wie viel ist das? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 1 Million, 1 Billion, 1 Trillion, 1 Quadrillion. Weiterrechnen. 10 hoch 52, 10 hoch 56 und dann 10 hoch 60. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Nach allem, was passiert, das reißt du immer noch Witze. Dir bringe ich ordentlich Disziplin bei. Too bad. Es ist kein Witz. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Hast du es vergessen? Wenn du einen Kopf abtrennst, wachsen direkt 2 nach. Wenn du hier Unsinn treibst, kriege ich durch die Fabrik auf der Insel immer mehr und mehr Ersatzkopien. That's wrong. Was? Aber ich dachte, das wären Plüschtiere. Ja, das stimmt. Ich habe sie mit meinen eigenen Händen angefasst. Das waren Plüschtiere. Damn it! Er wird uns verarschen. Monomi, mach ihn kalt. Hey! Wenn du dachtest, dass das alles so einfach wäre, dann hast du dich gänzlich getäuscht. Glaub mir, das sind alles hochmoderne Ersatzkopien. Wie bitte? Aber das geht doch gar nicht. Das ist nicht mehr normal. Hier ist ganz schön vieles nicht mehr normal. Could it be? Hast du wirklich noch so viele Asse im Ärmel? Ärmel? Warte mal kurz, jetzt bin ich komplett verwirrt. Wer hat hier gerade die Oberhand? Bitte bring das einfach zu Ende. Das würde mir die Woche retten. Hey, hey. Was geht hier vor sich? Sag mir nicht, dass du das ernst gemeint hast. Hm. Und ob ich das ernst meine? In the end, even if Monomi risks her life or does whatever, it doesn't matter to my army of 10 to the power of 60 strong! Schön. There's no value in that life you're risking. So how about this? This overwhelming despair! Does it make you dizzy from excitement? What's this? Und wie viele Ersatzkopien hast du noch übrig, die meine schwarz-weiße Armee herausfordern soll? Ich, dir fehlen die Worte, ich weiß. Lass mich raten, du hast noch so um die 10 Kopien übrig. Ich weiß alles, denn ich bin der Herrscher dieser Welt. I can't lose. Ich werde nicht aufgeben, selbst wenn ich keine Chance habe. It's okay, Monomi. Well? Wir werden nicht aufgeben, aber... Let's believe in them. Lass uns lieber an sie glauben. Wir glauben an euch und wir überlassen euch den Rest. I... Aber... Right? Nicht wahr? Damn it. Verdammt, was passiert hier? Ich weiß nicht ganz, aber eine Sache ist klar. Please listen. Monokuma ist ein Gegner der Future Foundation. Like...
Bedeutet das, dass es neben der Future Foundation noch eine Organisation gibt? This is bad. Sind wir in dieser Situation gefangen, weil wir uns in dem Streit dieser Organisation verhakt haben? Alles klar, Schluss damit, wir reden später weiter. Denn wenn ich mich nicht ganz täusche, dann steht jetzt eine Bestrafung an. Nein, ich brauche noch etwas Zeit, so darf es nicht enden. Sching. Ich habe schon genug überzogen. Wenn ich jetzt noch länger warte, dann kriege ich bald graue Haare. Und das würde mir gar nicht gefallen. Deshalb müssen wir endlich weitermachen, okay? Graue Haare wären auch bei seinem Design wirklich blöd, ja? Also... Aber ich habe mich noch nicht... I'm sorry. Es tut mir leid, Hajime. Gib dir nicht die Schuld, denn du hast alles richtig gemacht. Bleib, wie du bist. Nein, das meine ich nicht. Now then, I've prepared a very special punishment. Ich habe gar keine Haare. Doch, natürlich ist Fell. Special bleeding service. Huh? Warum wird sie auch bestraft? Hmm. Sie spielt keine Rolle mehr. Ich hätte sie jederzeit töten können und es hätte niemand interessiert. Und ich brauche keine Verliererin, die mir in die Quere kommen will. Uh-huh. Denn lasst uns nicht vergessen, dass ich ein Einzelkind bin. Goddess. Das kannst du doch nicht machen. Hmm. Nun gut. Ich wäre für die anderen sowieso nur eine Last gewesen. Aber ich habe mich entschieden, an euch zu glauben. You guys, Leute, mir tun so viele Sachen leid. Achso. For lying to you. Entscheidet euch mal, ob ihr jetzt was vorliest oder nicht. I'm sorry. I couldn't protect you to the very end. Just one last time. Let me say something that makes me sound like a teacher. There's no need to be a hero. You don't have to force yourself just to make people acknowledge you. When you do that, you end up blaming yourself, blaming other people, and feeling jealous of everyone. But still, it doesn't have to be like that. Even if people don't acknowledge you, you just have to be someone that you can be proud of. 'Cause you yourself are your biggest supporter. If you can learn to love yourself, that love will continue to support you for the rest of your life. Also man kann über Danganronpa 2 sagen, was man will, aber also die solche Momente, da haben sie recht. Love, 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 love. Oh. Bye, everyone. Oh, das, aber diese Aschewürfel, noch. Ach, die sind so süß. It's okay. A shining future will always be waiting for you. It's true. It's absolutely true. 'Cause I know. Bye-bye. Please don't forget about your teacher. Let's give it everything we've got. It's punishment time! You too, Monomi. Nicht der Panzer, darauf steht Sonja so. Nicht die, du, es ist unfair. Wir wissen ganz genau, dass Chiaki der Lieblingscharakter von sehr vielen Leuten ist, ne? So lange sind die Punishments normalerweise nicht. Thank you.
Sind wir noch fünf, hä? Bis zum Schluss konnte ich von ihren letzten Momenten nicht wegsehen. Irgendwann habe ich bemerkt, dass ich auf meinen Knien war. Ich war zu kraftlos, um es aufzuhalten. Ein taubes Gefühl breitet sich in meinem Körper aus. Ja, wir werden einfach wieder ohnmächtig. Das war's. Irgendwann muss das enden. Es war vorbei, bevor ich wusste, dass es vorbei war. Ich konnte mich nicht von ihr verabschieden. Sie verschwand vor meinen Augen, für immer. Und ich konnte mich noch nicht mal bei ihr bedanken. Wenn ich das getan hätte, hätte sie das ein wenig getröstet. Hat sie gewusst, dass wir ihr verziehen haben? Dass es nichts gab, wofür wir sie hassen konnten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es darauf eine Antwort gibt. Es tut einfach weh. I don't believe it! Das ist ein schwerer Verlust, denn Chiaki war immer diejenige, die euch aus der Patsche geholfen hat. Aber was haltet ihr davon? Sie war die Verräterin und hat obendrein noch Nagito getötet. Aber kommt schon, Kopf hoch, denn jetzt wird es keine Situation geben, in der ihr euch auf sie verlassen müsst. Bedeutet das, dass wir... Jetzt, da dieser nervige Hase weg ist, hält euch nichts mehr auf dieser Insel. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Hey! Ist das dein Ernst? Kommen wir wirklich von der Insel runter? I shall now present. Ja, Gratulation. Damit kommt der Mordausflug zu einem Ende. Ihr fünf habt es geschafft, das ganze Grauen zu überstehen. Deshalb habt ihr ein Lob verdient. Vielen Dank für eure harte Arbeit. Bist du wirklich damit einverstanden? Ich bin so froh, dass ich weiß, dass das noch nicht das Ende ist, sondern dass da noch ein paar Stunden kommen. Sonst hätte ich jetzt wirklich Hoffnung. Hm? Was meinst du? Wir müssen immer noch 2 Tage hier bleiben. Eigentlich würde es für dich mehr Sinn machen, wenn du dafür sorgen würdest, dass ein weiterer Mord passiert. Ja. Du hast recht. Hör auf, gib ihm keine Ideen. Was, wenn er sich es anders überlegt? Und vielleicht bilde ich mir das ein, aber du hast gerade extra betont, dass wir noch 5 sind. Ist das wichtiger als die Zeit, die noch übrig ist? Deshalb sagst du, dass es das Ende ist, obwohl wir immer noch 2 Tage übrig hätten. Huh? Es ist wichtig, dass nur noch 5 Leute übrig sind? You. Willst du etwa Volleyball spielen? Stupid fool! Ja, Volleyball braucht man 6 Leute. Hat sie die Sprache verschlagen? Sag etwas. Was hast du mit uns vor? Und es gibt auch etwas, was mich schon die ganze Zeit stört. Wer zur Hölle bist du? Hey, wenn die Future Foundation die World Ender sind, dann werde ich die neue Welt, die sie erschaffen haben, zerstören. Hä? No, no! Ihr könnt euch auf die spaßige Auflösung freuen, sobald der Countdown endet. Es ist bald an der Zeit. Wenn das passiert, dann geht alles zu Ende. Achso, ja, das kennen wir schon. Hey, Und danach werdet ihr alles wissen, was ihr wissen wollt. Alle eure Fragen werden beantwortet und dann gibt es keinen losen Enden mehr. Hm. Ihr werdet aus erster Hand erfahren, wie gestört diese neue Welt von denen ist. Hey, hey. Was für eine neue Welt. Das ist das erste Mal, dass du das erwähnt hast. Yep. Nehmt euch die letzten 2 Tage frei. Ich werde währenddessen leider nicht ansprechbar sein. Genießt diese tropische Insel in vollen Zügen. Dafür wird es auch mal langsam Zeit, findet ihr nicht auch? Volleyball mit 6 Leuten ist aber sehr interessant. Und sobald ihr diese Insel verlasst, werdet ihr euch an alles erinnern und ihr werdet verstehen, dass nicht alles auf dieser Welt gerecht ist. Wenn ihr zurückkommt, dann müsst ihr mit eurer hoffnungslosen Situation klarkommen und niemand wird da sein, der euch unterstützt. Kann ich also Blesk zu Ende daten? Sein ausgelassenes und widerliches Gelächter hat uns dazu gebracht, zurückzugehen. Sind wir nur Marionetten, denen nach Lust und Laune Aufmerksamkeit geschenkt werden? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Niemand weiß, was passieren wird. Aber das war klar. Ich bin danach in meine Hütte gegangen, um schlafen zu gehen. Jetzt 2 Tage Freizeit. Schön wär's. Selbst nachdem ich aufgewacht bin, hatte ich keine Lust, meinen Körper zu bewegen. Deshalb bin ich einfach liegen geblieben. Was alles schon geschehen ist und was noch geschehen wird, ich hatte kein Interesse, darüber nachzudenken. Ich habe einfach gehofft, dass uns nichts mehr zustößt. Und dann habe ich mich unter meiner Decke versteckt. In der Hoffnung, dass mich die Welt in Ruhe lassen würde. Auf diese Weise konnte ich diesen furchtbar langen Tag aushalten. Irgendwann ging dann die Sonne unter. Wenn man den ganzen Tag damit verbringt, zu hoffen, dass nichts geschieht, dann verläuft die Zeit unfassbar langsam. Das erinnert mich, ich habe keine Nachtankündigung gehört. Ich schätze, dass wir das nicht mehr brauchen. Wird das hier wirklich zu Ende gehen? Und noch viel wichtiger, was passiert danach? Mein Kopf hat bei den ganzen Fragen wehgetan. Wenn wir diese Insel verlassen, wo werden wir dann sein? Es gibt immer noch so vieles, was wir nicht verstehen. Wir haben nicht das Recht, einfach abzuhauen. Können wir wirklich einfach gehen und das alles unbeantwortet lassen? Und nicht nur das, wäre es wirklich für diejenigen gerecht, die gestorben sind? Nein, sie sind tot. Sie werden eh nicht zurückkommen. Also warum mache ich mir deshalb Sorgen? Das Gefühl kenne ich. Das war meine letzte Nacht auf der Insel. Dort, wo meine Probleme und meine Gefühle nicht erwidert wurden. Alles war dabei zu Ende gegangen. Ich dachte, wir haben noch 2 Nächte. Stunden 55? Das ist voll schwer zu erkennen auf dem großen Monitor.
Ich glaube, dass ich etwas Schönes geträumt habe. Es war ein Traum von meiner Kindheit. Deshalb war ich in der Lage, am nächsten Tag etwas mehr Enthusiasmus zu haben. Es war das letzte Mal, dass ich so etwas machen musste. Wenn wir ihm glauben können. Schaffen wir zwei. Ja! Ah, auf einmal wachte ich schweißgebadet auf. Als ich meine Augen aufgerissen habe, spürte ich diese unbeschreibliche Angst. Die Angst, auf der Insel zurückgelassen zu werden. Komplett allein. Niemand wäre hier, um mit mir zu reden. Aber ich hätte niemals aufgegeben, um sie zu finden. Und das jeden Tag. Warte mal. Ach, wie geht's gut? Okay, alles ist in bester Ordnung. Ups. Sie waren alle weg und ich konnte sie nirgendwo finden. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte an gar nichts mehr glauben. Alles, was ich kannte, war eine Lüge. Nein, ich bin nach draußen gerannt, um diese verzweifelte Angst zu bewältigen. Ich bin 8, Klammer auf, Gänsefüßchen, Komma draußen gerannt, diese und $2 verzweifelte Angst, / und Fragezeichen bewältigen. IC15H, Drau 871 Cent, Pferd 13 Eifelte, bevierältigen, Ausrufezeichen 2, Paragraph 4. Nein, ich lese alle Passwörter vor. Als ich meine Hütte verlassen habe, traf ich sie. Hello there. Ah, Hajime, gutes Timing. Was meinst du damit? Sie? Erinnerst du dich an Nagitos Videobotschaft, die wir in dem Fabrikgebäude gefunden haben? Ja, das passiert, als wir diese Bomben deaktivieren wollten. Was ist damit? Well? Auf dem Laptop haben wir noch eine Datei gefunden. Hä? Yep. Die Datei ist aber erst sichtbar geworden, nachdem ein Tag vergangen ist. Ich glaube, dass er es absichtlich so eingestellt hat. Hat er diese andere Datei versteckt, damit wir diese Nacht nur nach dem Klassengericht sehen könnten? Warum würde er das machen? Perhaps. Vielleicht ist das eine Art Testament von ihm. Bist du dir da sicher? Wo ist denn der Laptop jetzt? Wir wollen uns gerade im Restaurant treffen, damit wir uns die Nacht gemeinsam anschauen können. Verstanden, ich bin gleich da. Ich frage einfach gar nicht, ne? Ich nehme alles, wie es kommt. Gleich ist Byakuya da, ne? Yo. Hey, du bist spät dran. Stimmt es, dass er uns noch eine Nacht hinterlassen hat? Verbeuge dich vor Dame Sonja, denn sie war diejenige, die es herausgefunden hat. Als ich heute Morgen mit Gundams Hamstern gegangen bin, habe ich noch einmal bei der Fabrik nachgesehen und dort habe ich gesehen, dass der Laptop an war. Listen well. Hä, nee jetzt! Glaube mir, wenn ich sage, dass das kein Zufall war. Es war das blutige Schicksal, das dich geleitet hat. Als ob du mich nicht mitgenommen hast. Das werde ich nie wieder zulassen. Damn right. Kommt jetzt, ich will wissen, was es damit auf sich hat. Ja, du hast recht. Ich frage... I wonder who's watching this message. Ich gehe doch stark davon aus, dass es der Verräter ist. Wenn ja, dann gratuliere ich dir. Es sieht so aus, als wäre alles so verlaufen, wie ich es mir erhofft habe. Als wäre alles so verlaufen, wie es sich erhofft hat. Damn it. Nagito wollte alle außer den Verräter töten. Verdammt, dann hatte Monokuma doch recht. Deshalb hat er dem Verräter den Mord angehängt und wollte erreichen, dass er am Leben bleibt. Aber warum würde er das machen? Byakuya! Ted, wir haben Byakuya endlich gefunden. Und? Der war die ganze Zeit halt im Restaurant, weißt du? Seid gefälligst leise, es gibt noch mehr. Aber wenn ihr alle noch am Leben seid und ihr euch diese Nachricht anseht, dann bedeutet das leider, dass ich verloren habe. Wenn ich ehrlich bin, dann wäre dieses Ergebnis eine hoffnungslose Katastrophe, aber ich schätze, das wäre dann so. Aber damit ich es mir ein wenig leichter mache, hoffe ich einfach mal, dass es der Verräter ist, der mir gerade zuhört. Lass mich direkt zum Punkt kommen. Bestimmt fragst du dich, warum ich das alles in Szene gesetzt habe. Eine berechtigte Frage. Aber dir ist es sicher schon aufgefallen, wenn du aufgepasst hast. Ich habe einige Informationen bekommen, durch die ich eine bestimmte Wahrheit herausgefunden habe. Deswegen dauert es noch... Ja. Es wäre nicht gut, wenn es die anderen gesehen hätten. Also habe ich dieses Blatt bereits verbrannt. Aber ich war wirklich überrascht. Hättest du gedacht, dass wir... Yin ist gleich Ing. Ob Joy, Tai, Hashtag Prozent.
Strichel, Sternchen, Klammer zu. 3 ist gleich. Und Zyoum, Dollapsim, 03R49JF, eckige Klammer auf. Et minus ultkedrittedes. Ich bin mir sicher, dass sie verhindern wollten, dass wir das herauskriegen. Deshalb habe ich herausgefunden, wo wir wirklich sind. Und dementsprechend wollte ich sofort etwas unternehmen. Du verstehst bestimmt, was ich erreichen wollte. Es mag vielleicht etwas grausam sein, aber das war der einzige Weg, wie ich... 42, MD, Sternchen, Klammer zu, Klammer auf, Prozent. Hackerl, Zirkumflex, glaube ich. Strichal, plus, 8, RMNFD, Ausrufzeichen, @, Hashtag K. Aber weißt du was? Jetzt, wenn ich so zurückblicke, verstehe ich endlich, warum wir gezwungen wurden, uns gegenseitig zu töten. Es wurde alles mit einer bestimmten Absicht durchgeführt. Mit der Absicht, dass wir an einer unvorstellbaren Verzweiflung leiden. Und man wollte diese Verzweiflung jemandem zeigen. Ich habe ein wenig nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser jemand... Plus Hellan 1CE 2ICA NTB 3L3 FES 0 Meth 1 NGG 00DL 1 KETH 1 SIS Only? One Sis Only? Ha, One Sis Only? Also One Sis Only $102. S0. Schlag zu. Nur $102 für eine Sis. Auf geht's. Das ist echt hoffnungslos. Wer ist derjenige, der hinter allem steckt und wie konnte er sich so einen grausamen Plan einfallen lassen? Aber so viel dazu. Ich werde dir jetzt weiterhelfen. Wenn du dem Drahtzieher einen Strich durch die Rechnung machen willst, dann musst du zu einem bestimmten Ort. Hast du schon eine Idee, welchen Ort ich meinen könnte? Das ist das neue Windows bloß ohne der hohen Person. Well. Hallo, I play on Twitch. Qualitätsgameplay. Also wir machen Rush-Gameplay. Aber ich ging sicher, das Passwort vor euch zu verstecken, denn das wäre sonst zu kompliziert gewesen. Die antike Ruine ist dafür da, im Notfall eine Fluchtmöglichkeit zu haben. Und deshalb ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Aber glaub mir, das hat nichts mit mir zu tun, denn... Und 1% / G gleich Fragezeichen scharfes S Punkt N Strich Punkt 2 EED Read Fragezeichen Ausrufezeichen M Pfeil / So, ich habe nicht mehr viel Zeit, denn jetzt gleich muss ich meine letzten Vorbereitungen treffen. Deswegen werde ich dir jetzt einfach das Passwort geben, alles klar? 11037. Ich habe, glaube ich, gestern gesagt 11, also es kann eine 0 sein, aber auch eine 9 und dann 37. Ich glaube, ich habe 11937 dann gesagt. Aber ich hatte auch gesagt, es könnte auch eine 0 sein. Hast du nicht gut durchgestrichen? Das ist das Passwort, mit dem du in die antike Ruine kommst. Und sobald du drin bist, lass dich nicht verwirren. Geh am Ende einfach durch die rote Tür und dann müsstest du draußen sein. Natürlich habe ich das nicht gemacht, denn ich hatte eine andere Aufgabe, wie du ja weißt. Damit wäre ich fertig. Ich glaube, dass meine Taten ein Grundgerüst der Hoffnung sein werden. Und wenn das wirklich passiert, lob mich. Sag den anderen, was ich erreicht habe. Stellt eine Skulptur von mir her. Respektiert mich. Please call me the ultimate hope. Das war seine letzte Nachricht. Wenn wir ihm glauben können, dann sind wir jetzt in der Lage, in die Ruine zu gehen. Genau so sieht's aus. Damit kommen wir weiter. Hey. Wir sollten uns beeilen, bevor uns die Zeit ausgeht. Nun gut, lasst uns da hingehen. Unerwartetes Prozentproblem, bitte Prozentprogramm, Prozent auf Null, Fehler überprüfen kann, Punkt, 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 Prozent nicht gelesen, wie heißt denn diese Kringel werden? Bitte schließ. Hübsch! Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin schon da. Grad. Ist doch nicht nur Grad, oder? Irgendwie habe ich ein wenig Angst. Yeah. Ist es wirklich sicher, da reinzugehen? Was wird da drin auf uns warten? You are a boy, right? Wirklich, auf dich ist kein Verlass. Bist du ein Mann oder eine Memme? Wir haben keine Zeit, jetzt hier zu warten. Erinnert euch an den Counter und ich muss endlich scheißen, Mann. Da ist ein Badezimmer. I'm gonna do it! Es ist unsere letzte Chance, da reinzugehen.
Ich krieg bei der ganzen Aufregung schwache Beine. Thanks for the food. Wenn du das Problem hast zu laufen, dann lass mich dich tragen. Keine Sorge, ich werde sanft mit dir umgehen. Dumbass! Hör mit dieser Scheiße auf. Young Master for you, Hiko. Es wird alles gut. Du musst dir keine Sorgen machen, denn ich werde dich beschützen, mein Herr. Lasst uns gemeinsam da reingehen. Sei still, ich bin kein Kind mehr. This is your leader's order. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Dort drin finden wir einen Ausgang. Das ist mein Befehl an euch. What? Was zur Hölle war das? Ich hab jetzt gehört, dass du nur so welche Laute verstehen kannst. Arschloch, Arschloch. Hallo Caruso. Hey, wo ist Shanks? Hey, wo ist Shanks? Hallo Caruso. Ich hab dir gerade gesagt, dass du echt cool bist. In the name of my family. Ich werde dich umbringen. Hajime. Das Passwort bitte. Ja, ich weiß. Es war 11037, aber... It's gonna be fine. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sobald ihr drin seid, kann euch nichts mehr zustoßen. Glaub an dich selbst und schau nicht weg. Kannst du das für mich machen? Hinter der Luke wartet die Zukunft auf uns. Und dann sind wir endlich gerettet. Deswegen sollten wir jetzt den ersten Schritt machen. Ist das so dieses Bild, wo es immer weiter ranzoomt und man dann erkennt, nee, rauszoomt und man dann erkennt, was es eigentlich darstellen soll? Shanks sagt Hallo, Luna und Ted. Hä, wo denn? Hä, wo denn? Is this a trial ground? Ach, Discord. Okay. Hallo, Shanks. But why am I at a trial ground? Weiß ich nicht, aber dann kann ich ja mein... It sure looks like a trial ground, but the vibe is way different than the one from before. By the way... Mm-hmm. Huh? Where did everyone go? Hmm? Everyone? Was? Irgendwas ist hier nicht richtig. Was habe ich getan? Nein, das ist es nicht. Es ist nicht meine Schuld. Ich konnte nichts dafür. Das ist deren Schuld. Wer ist denn deren? Nein, wir fangen dich nochmal von vorne an.